Was sind Koliken beim Baby? Was kann ich gegen Koliken tun? Der Begriff 3-Monats-Koliken wird sehr häufig verwendet. Wir wissen eigentlich nicht ganz genau, was dahinter steckt, dass die Kinder im Zeitraum um das erste Vierteljahr herum manchmal weinen, die Beinchen anziehen. Es scheint, als ob sie Bauchschmerzen hätten. Und wenn wir es klinisch untersuchen, eigentlich nichts Schlimmes finden können. Außer vielleicht, wenn man mit dem Ultraschall gucken, etwas vermehrt Luft im Bauch. Deswegen hat man rückgeschlossen, dass möglicherweise dieses zu viel Luft den Kindern Probleme bereitet. Und mit allen Therapieansätzen versucht man, dieser vermeintlich vielen Luft im Bauch Herr zu werden. Man kann da natürlich am Anfang anfangen und verhindern, dass die Luft überhaupt in den Bauch kommt. Zum Beispiel eben Kinder, die eher hektisch sind am Beginn des Stillens oder die viel Luft dabei schlucken, zwischendurch einmal aufstoßen zu lassen. Oder Kinder, die aus der Flasche trinken und dabei sehr hektisch sind und Luft schlucken könnten, mit einem speziellen Sauger, der mit einem Ventil ausgestattet ist, wie hier zum Beispiel. Das sieht man hier an diesem Loch, das kleine Ventil. Daraus trinken lassen, um zu verhindern, dass sie zusätzlich Luft mit aufnehmen. Alle Kinder schlucken beim Trinken ein bisschen Luft. Auf der anderen Seite kann man ihnen natürlich helfen, die Luft irgendwie loszuwerden. Ganz simpel ausgedrückt, sie am Pupsen zu fördern. Ja, zum Beispiel, indem man sie bäuchlings auf den Arm nimmt und trägt oder mit einem warmen Bad und einer Bauchmassage versucht, die Luft rauszubekommen. Und oft hilft das. An sich sind 3-Monats-Koliken kein schlimmes Problem. Sie sind sicher nichts, was sie besorgen muss. Das haben viele Kinder. Und mit ein bisschen liebevoller Zuneigung kriegt man das ganz gut in den Griff.